Am Donnerstag, den 6.12.2018, wurde in Hamburg die neue U-Bahn-Station Elbbrücken eingeweiht. Von Donnerstagabend gab es bis Sonntagabend in der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr eine Lichtshow. Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nächster Halt, Elbbrücken, Endhaltestelle. Und dort möchte ich auch hin. Heute schauen wir uns den neuen Bahnhof Elbbrücken in meinem YouTube-Video einmal an. Und hier bin ich nun angekommen. Außerdem war die Fahrt vom Jungfernstieg bis zu den Elbbrücken von Freitag bis Sonntag kostenlos. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD gab das 1,3 Kilometer lange Teilstück von der Station Hafen City Universität bis zur Station Elbbrücken am Donnerstag frei. Die S-Bahn-Haltestelle der Linie S3 und S31 soll im nächsten Jahr, also 2019, fertig sein. Der spektakuläre Bau wurde von dem renommierten Hamburger Architektenbüro Gerkan, Mark und Partner entworfen. Die geschwungene Dachkonstruktion ist 136 Meter lang, 32 Meter breit und knapp 16 Meter hoch. Es werden Videoanimationen an die gläserne Wand geworfen. In einem Interview habe ich mich an der Station einmal umgehört. Wie finden Sie den Bahnhof Elbbrücken hier? Beeindruckend, sehr beeindruckend. Was gefällt Ihnen am meisten? Das Lichtspiel, was ja sonst nicht jeden Tag ist, aber ich finde es heute sehr schön. Auch die Aufmachung von der Kuppel des Bahnhofs finde ich ein bisschen an die wilhelminische Zeit erinnert. Das sagt doch mal was. Was haben Sie da genau für Erinnerungen? Na, so ein bisschen an den Dammtorbahnhof. Davon ist das so ein Abgleich, finde ich. Also ich bin von der Architektur begeistert. Ich freue mich darauf, dass hier in Zukunft dann noch ein bisschen mehr von der Hafencity zu sehen ist und dann hoffentlich auch der Bahnhof nicht mehr so im Nichts steht, wie er das im Moment steht. Aber das bin ich ganz zuversichtlich, dass das so klappt. Ich habe den jetzt über viele Jahre im Bau gesehen und bin jetzt begeistert davon, dass ich ihn auch tatsächlich mal jetzt besuchen kann und hier mal legalerweise drauf kann und nicht nur einfach so über die Bauzone klettern muss. Das finde ich sehr schön. Das ist ganz gut. Die Station gefällt mir durchaus. Ich freue mich auch darauf, dass irgendwann diese Aussichtsplattform, auf der wir jetzt gerade stehen, nicht mehr existiert und irgendwann dann vielleicht sogar bis zu Grasburg oder bis nach Wilhelmsburg fährt. Ich finde, es ist sehr schön, vor allem die Umgebung hier. Ja, also ich finde es sehr schön. Ja, also ich eigentlich auch. Die Lichtshow hat mich jetzt nicht so fasziniert. Und dass es jetzt nicht mit der S3 verbunden ist, ist jetzt auch nicht so schön. Aber allgemein die Position und so ist sehr faszinierend. Spektakulär. Ist sehr schön geworden.
Also die Lichtinstallation heute Abend ist wirklich ganz toll. Also wir haben die wirklich schön gemacht. Sieht man ja, die Beleuchtung ist echt klasse. Und der Bahnhof selber, okay, der ist im Moment ja noch nicht so frequentiert. Das wird vielleicht noch, wenn der Stadtteil fertig ist. Da warten wir mal ab. Und es gab ja früher schon mal den Bahnhof Elbbrück. Das ist nämlich das erste Mal. Und wenn man ins Museum für Hamburgische Geschichte mal geht, da ist noch ein altes Modell, da kann man sich das angucken. Also das ist vielen Dank für den Tipp. Bitte, gern geschehen. Finde ich sehr beeindruckend. Bin das erste Mal hier, finde ich ganz toll. Super. Was gefällt Ihnen am meisten? Die Architektur gefällt mir super, passt super gut zu den Brücken, finde ich. Und die Lichtshow hier ist nochmal das i-Tüpfelchen, finde ich. Aber auch bei Tage sieht das Ding einfach, wenn man es von da drüben sieht, sieht einfach gut aus, gut gemacht. Die meisten finden den Bahnhof Elbbrücken gut. Dazu gehöre auch ich. Und nun verabschiede ich mich von hier. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico Kutzner.